Und willkommen zurück zu Let's Play Dark Messiah. In der letzten Folge haben wir die Stadt vor dem Angriff vor der Nekromanten bewahrt. Und ja, heute wollen wir auch direkt weitermachen. Und mal gucken, wo sich Lord Menelak oder Lord Menelak aufhält, den wir ja besuchen gehen sollen. Boop. Ihr könnt nicht mehr als 20 Gegenstände dieser Art tragen. Okay, dann gucken wir uns mal um. Da kann ich reingehen. Jetzt sind wir in einer Art Wohnung. Und natürlich zielstrebig nach oben, weil ich mich hier umsehen will. Sehr schön. Items über Items. Nützliche Items. Okay, dann wollen wir mal weiter. Können wir da lang? Nein. Da ist ein Keller. Aber da kommen wir auch zu keinem besonderen Ort. So. Weißt du, was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt? Das große hier muss Menelak gehören. Okay. An dieser Stelle ist Wasser ist einmal. Nicht, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und wir pressen dann mal mit ihr. Weil mir scheint, sie kann uns helfen. Verzeihung. Oh, ihr müsst der Gesandte sein. Seid unser Gast. Bis dann, Garth. In Ordnung. Ich bin im Auftrag Meister Fenrix hier, um den Zauberer Lord Menelak zu sprechen. Ihr müsst Zareth sein. Ich habe mir schon Sorgen um euch gemacht, wenn auch grundlos. Mein Onkel sagt, ihr hättet geholfen, einen Zyklop zu töten. Oh, Verzeihung. Ich bin Lyanna, Menelaks Nichte und Schülerin. Nichte? Schülerin? Mein Onkel wird so erfreut sein, euch zu sehen. Aber ihr werdet euch vor dem Abendessen frisch machen wollen. Bitte folgt mir. Mit Freuden. Ich meine, ja, ausgezeichnet. Okay. Bitte öffnet das Fallgatter! Ja, Milady. Wir hatten ein Fest zu euren Ehren vorbereitet. Ah, das klingt gut. Und an dieser Stelle speise ich nochmal. Nicht, dass ich, dass jetzt die Aufnahmezeit rum wäre, sondern das ist einfach aus Sicherheit. Das Spiel stürzt nämlich öfters ab. Warum auch immer. Willkommen im Haus von Menelak. Danke. Ah ja, gut. Also ihr seid Zareth. Gut euch zu sehen, Junge. Angesichts der Nekromanten vor der Stadt, passt auf damit, war ich schon besorgt. Ihr habt, glaube ich, den Chantiri-Kristall. Natürlich habt ihr ihn. Gut, ich nehme ihn besser in sichere Verwahrung. Morgen segeln wir mit ihm, Vorsicht mit der Suppe da, zur Tempelinsel, dem Aufbewahrungsort des Schädels der Schatten. Soll Arant hier seine Truppen gegen die Mauern werfen. Wir sind fort und besiegeln sein Schicksal. Nehmt Arant hier nicht so leicht, Onkel. Es gibt Gerüchte, er sei der dunkle Messias. Ach, dummes Zeug, Mädchen. Wir drei wissen das besser. Aber die Zeit ist richtig für die Prophezeiung. Ich kümmere mich um staubige alte Prophezeiungen. Du kümmerst dich um die Reise. Du hast schließlich die Leitung. Natürlich, Onkel. Gute Nacht. Auch für euch, Zareth. Bitte sag mir nicht, dass du dieses Verhalten süß findest. Hör zu, Junge. Ich weiß, warum ihr wirklich hier seid, aber Lyanna nicht. Und so soll es bleiben. Fenrix' Angelegenheiten berühren sie nicht. Verstanden? Wovon redet ihr? Vielleicht wisst ihr es nicht. Und das ist wohl auch gut so. Die Diener werden euch das Gästehaus zeigen. Schlaft ein wenig, Held. Wir segeln mit der Morgenflut. Okay. Kapitel 2. Das Funkeln eines kalten Messers. Ich hätte fast Meeres gelesen. Wie immer gilt, ihr könnt auf Stop drücken, um das da unten zu lesen, weil ich werde das nicht vorlesen, weil der Ladebildschirm ist zu schnell. Das Spiel ist zu schnell geladen. Wacht auf! Das Haus wird angegriffen! Überall sind Nekromanten! Was? Ich okay. Sehe nach, ob es dem Meister gut geht. Versteckt euch! Okay, gut, ja. Und an dieser Stelle, Spicer ist einmal. Upp. Weil wer weiß, was jetzt passiert. Was um?
Der erste Angreifer. Für meine neuen Messer ganz gut. Ich dachte schon, man kann gar nicht blocken mit denen. Zack, so, zack, so, zack. Und? Da. Aufmachen. Lauter schöne Kisten. Ah. Okay, dann nimm's eine Mahlzeit. Ich bin froh, dass es läuft. Ich hätte nämlich schon längst abstürzen können. Ja, Dulce? Ist ja alles in Ordnung. Er ist tot. So, damit die erstmal... Moment. Damit die erstmal zu rätseln haben. Okay, wir müssen nach Lord Menelag gucken. Und sehen, ob es ihm gut geht. Wieder eine Mahlzeit, die wir nicht mitnehmen können. Können wir das vielleicht umwerfen? Das wäre fein. Noch ein Holzstab. Und los geht's. Hab ich da etwas vergesst nicht, dass ihr Stücken zerbrechen könnt. Rühr dich nicht, Kumpel. Ja. Komm zurück und kämpfe wie ein Mann. Ich brauch. Du brauchst keine Unterstützung mehr. So. Du Narr. Okay, das war ja auch so einfach. Ein Bogenschützen ist im Nahkampf immer leicht zu besiegen. Okay, der brennt schon. Ich gucke mir aber mal an, was hier vielleicht drin ist. Ein Mana-Trank. Und hier ist drin ein Heiltrank. Und den ich aber zwingend nehmen werde. Habe ich noch mehr Fertigkeitspunkte gesammelt? Ja. Ich könnte die Feuerfalle erlernen. Oder die Aufmerksamkeit bekommen. Oder, ja, ich nehme... Mal sehen. Ich nehme mal die Feuerfalle. Ich bin einfach ein Zauberer. Ich nehme den Bogen weg, weil ich kämpfe selten mit dem Bogen. Zu selten. Zack. So und so und so und so. Den Holzstab nehme ich nicht mit. Also nicht in die Hauptleiste, meine ich. Mit dem werde ich ihn so oder so das. Ist ja klar. Nehmen noch eine Mahlzeit und noch eine. Ganz viele Mahlzeiten, ganz viel Essen. Und aber an dieser Stelle, ich hole mir noch die Mahlzeit aus dem Haus. Und an dieser Stelle mach ich einen Cut, weil ich weiß noch, weil ich habe gerade nicht wirklich Ahnung, wie lange ich schon aufgenommen habe, weil ich habe davor schon einmal einen Test aufgenommen und das ist... ich habe einmal aufgenommen, das ist misslungen und deswegen mach's an dieser Stelle einen Cut und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Messiah Might and Magic. Bis dann.